Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Gadgets und Technik Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Ich habe mir ein neues Schneidebrett gegönnt. Wer meine Lebensmittelvideos kennt, der kennt das runde Holzbrett, was ich da bisher immer verwendet habe. Ja, das Ding ist auch schon etwas älter und da habe ich mir gedacht, gönn dir doch mal ein neues. Da bin ich bei der Firma Get Digital, bei denen auf der Seite fündig geworden. Wir haben hier ein Schneidebrett im Grafikkartendesign. Hier seht ihr schon, wie das Ganze aussieht. Ich werde das gleich gemeinsam auspacken und euch mal zeigen. Ich bin selber sehr gespannt. Die Abmaße sind 40 x 30 x 0,4 cm. Das Ganze wiegt 1,17 Kilo laut Herstellerangaben. Ist aus Glas, allerdings leider nicht spülmaschinenfest. Das Motiv ist allerdings auf der Rückseite aufgedruckt. Somit wird es beim Schneiden nicht beschädigt. Bezahlt habe ich dafür 25 Euro und gekauft habe ich es bei getdigital.de für die Leute, die sich dafür interessieren und das eventuell nachkaufen möchten. Alles klar, dann würde ich sagen, genug geredet. Wir packen das gute Stück mal aus und schauen es uns mal an. So, ja, da kommt es raus. Sehr schön. Ja, super cool sieht es aus. Also ich bin schon mal begeistert. Ich glaube, wir drehen es aber eher mal um. So sieht es, glaube ich, besser aus. Schaut mal. Sehr nice, richtig cooles Design. Also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon. Wie gesagt, das Ganze ist aus Glas. Wir haben hier so eine geriffelte Glasoberfläche, sage ich jetzt mal. Aber es sieht richtig cool aus, total stylisch. Also da bin ich super begeistert. Ich schaue mal auf die Rückseite. Auf der Rückseite ist nichts. Wir haben hier so kleine Gummifüße, sage ich jetzt einfach mal, die das Ganze vom Wegrutschen schützen sollen. Ja, aber total cool. Wie gesagt, ein richtig geiles Design. Ich bin da total begeistert. Als ich das gesehen habe, musste ich das natürlich unbedingt bestellen. Ja, und das wird jetzt in Zukunft mein kleines rundes Holzbrettchen ersetzen. Wie gesagt, der eine oder andere wird es vielleicht kennen von meinen Lebensmittelvideos. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ding bei euch ankommt. Also ich bin total begeistert. Die Frage ist jetzt nur, wie da drauf die Produkte aussehen werden. Ich hoffe, die Kamera fängt das dann noch anständig ein hier bei dem ganzen Zeug, was hier abgebildet ist. Aber wie gesagt, vom Design und so, ich bin total begeistert. Ich bin ja Nerd, wie ihr wisst. Und ja, das ist mal wieder genau das Richtige. Ein bisschen durchgeknallt, super stylisch. Ich finde es richtig geil und kann euch das Ganze nur empfehlen. Ja, ihr könnt das vielleicht auch als Geschenk hernehmen für Freunde, die computerbegeistert sind oder was auch immer, als Mitbringsel oder wie gesagt zum Geburtstag. Gibt es bestimmt mehrere Verwendungsmöglichkeiten. Oder ihr kauft es einfach für euch selber. Wird wahrscheinlich auch super cool in der Küche aussehen. Was ich damit vorhabe, habe ich ja gerade schon gesagt. Absolut klasse. Von mir gibt es den dreifach Daumen nach oben für dieses Produkt. 25 Euro, finde ich, ist auf jeden Fall ein angemessener Preis. Wie gesagt, es ist auch ziemlich groß. Ihr seht es ja, ne? Absolut geil. Also ich bin begeistert. Wie gesagt, von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Dann könnt ihr mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben, wie euch mein neues Schneidebrett bzw. Präsentationsbrett gefällt. Findet ihr es genauso gut wie ich oder eher kitschig oder was auch immer? Wie immer gilt, ich lese natürlich alle Kommentare von euch und antworte darauf und freue mich über jegliches Feedback zu meinen Videos. Gut, dann würde ich sagen, mein kleines Testvideo endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, der kann mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne abonnieren und weiterempfehlen. Oder vielleicht sogar die Glocke aktivieren. Ich freue mich immer über neue Abonnenten, die ich auf meinem kleinen Kanal begrüßen darf. Wenn ihr ganz viel Lust drauf habt, schaut doch auch morgen wieder bei mir vorbei. Ich mache jeden Tag neue Lebensmittel-Testvideos. Alle anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Gadgets-Videos und die Konsolenvideos, die kommen dann nach und nach, immer wenn ich mir neue Sachen gekauft habe und euch die hier vorstelle. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, euer Atzenberger.